Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! 2014 hat auf dem Lindauer Treffen der Wirtschaftsnobelpreisträger Mario Vargas Llosa vor jungen Menschen gesagt, die Bereitschaft, mit denen zusammenzuleben, die anders sind, war vielleicht der außergewöhnlichste Schritt auf dem Weg des Menschen zur Zivilisation, ein Schritt, welcher der Demokratie vorausging und sie überhaupt erst möglich gemacht hat. Mich hat diese Aussage berührt, weil sie noch einmal zurückkommt auf das, was uns ausmacht, was wir vertreten, nämlich, dass diese Bereitschaft Voraussetzung dafür ist, dass Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Achtung der Menschenwürde für jeden und jede und für Frieden, dass diese Voraussetzungen da sind. Und viele Menschen machen sich in diesen Tagen Sorge um die Stabilität unserer so gewohnten Ordnung. Und ich glaube, etwas mehr als ein Vierteljahrhundert, nachdem wir alle den Fall der Mauer erlebt haben, nachdem Deutschland wieder vereint wurde, nachdem wir alle diese Werte leben konnten, nachdem die europäische Einigung vollendet werden konnte mit den mittel- und osteuropäischen Ländern, stellt sich plötzlich heraus, dass das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, so selbstverständlich nicht ist. Dass der freiheitliche, demokratische Rechtsstaat, dass die soziale Marktwirtschaft, dass das Gewaltmonopol des Staates und dass die Bereitschaft, jeden und jede, jeden Bürger und jede Bürgerin als Teil des Volkes zu begreifen, nicht mehr so da ist, wie das eine Weile lang ganz selbstverständlich schien. Und was heißt das für uns? Das heißt für uns, noch einmal zu schauen, in welchem Umfeld findet diese Diskussion statt. Und da hat sich etwas verändert. Neben der fortschreitenden Globalisierung findet diese Diskussion auch in einem völlig anderen medialen Umfeld statt. Und ich glaube, wir dürfen das, was da passiert im Zusammenhang mit dem Internet, mit der Digitalisierung, und das ist Teil unserer Realität, nicht unterschätzen. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren, die weniger kontrolliert sind. Und ich will daran nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als sie das vor 25 Jahren erfolgt ist. Dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können. Dass heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärkungen durch bestimmte Algorithmen stattfinden. Und wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dies könnte auch eine spannende Frage für dieses Haus sein. Ich kann diese Debatte heute natürlich nicht führen. Aber wir müssen wissen, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu begeistern, müssen wir mit diesen Phänomenen umgehen und wo notwendig sie auch regeln. Und deshalb unterstütze ich auch die Ansätze von Justizminister Maas, von Innenminister de Maizière, Hassreden, Hasskommentare, vernichtende und mit der Menschenwürde nicht in Übereinstimmung zu bringende Dinge anzusprechen und alles zu unternehmen, um das zu unterbinden, weil das unseren Grundsätzen widerspricht. Diese Sorge um die Stabilität wird natürlich auch verstärkt durch das, was um uns herum passiert. Populismus und politische Extreme nehmen in westlichen Demokratien zu. Hass, Streitkultur, demokratische Streitkultur, die wir brauchen, die wir auch in diesem Hause praktizieren. Wir haben ja gerade eben ein Stück davon gehört. Das muss selbstverständlich sein, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es muss im Geiste des Respekts vor der Würde des jeweils anderen stattfinden. Das ist das Wesentliche, und das passiert eben an vielen Stellen nicht mehr. Wir haben ja die besorgniserregenden, alarmierenden Ereignisse in der Türkei. Ich will hier ganz offen sagen, der Putschversuch ist zu verurteilen. Das hat die Bundesregierung gemacht, das hat die Europäische Union gemacht.
Und gegen jede Form von Terrorismus ist vorzugehen, und das macht die Bundesregierung. Wir haben in über 4000 Fällen Verfahren gegen PKK-Angehörige aufgenommen, aber unser Rechtsstaat kommt eben zu Urteilen, die die Politik nicht zu beeinflussen hat, und diese rechtsstaatlichen Urteile sind dann auch zu akzeptieren. Aber die Bundesregierung ist genauso wie jeder in Europa dem Kampf gegen den Terrorismus verpflichtet, meine Damen und Herren. Aber das rechtfertigt nicht die Einschränkung der Pressefreiheit, die Verhaftung von Tausenden und Abertausenden von Menschen. Und insofern müssen wir das deutlich kritisieren. Und gleichzeitig, dafür werbe ich allerdings auch, den Gesprächsfaden mit der Türkei aufrechterhalten. Ich begrüße außerordentlich die ja nicht einfache Reise des Bundesaußenministers. Und auch ich werde den Gesprächsfaden natürlich aufrechterhalten mit der Türkei, denn wir haben auch ein Interesse daran, mit der Türkei in einer vernünftigen Art und Weise zu kooperieren. Das schließt aber nicht aus, dass das, was alarmierend dort zu sehen ist, klar angesprochen wird, meine Damen und Herren. Wir haben im Zusammenhang mit der Krim und der Ukraine den Bruch des Völkerrechts und die Verletzung der territorialen Integrität eines Landes. Und leider sind unsere Gespräche über die Umsetzung der Minsker Vereinbarung noch nicht so weit gediehen, wie ich mir das wünschen würde. Wir haben in Syrien eine Situation, die uns jeden Tag beklommen macht, wenn man das sieht, was in Aleppo passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt zu viele Indizien dafür, dass wirklich hier bewusst auch Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen bombardiert werden. Und mit Verlaub, das ist international verboten. Das ist strafrechtlich zu verfolgen, und das muss das Assad-Regime auch wissen. Und es ist sehr bedauerlich, dass Russland dieses Regime unterstützt, meine Damen und Herren. Dennoch werden wir natürlich auch hier immer wieder alle Versuche unternehmen, um politische Lösungen zu finden, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint, wie es im Augenblick ist. Und wir haben den internationalen Terrorismus, die große Bedrohung, neue Bedrohung, asymmetrische Bedrohung, gegen die wir ankämpfen müssen. Und dieser Terror richtet sich ja nicht nur in anderen Ländern gegen die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch wir haben mit dieser terroristischen Herausforderung zu kämpfen. Er ist Teil des Alltags unserer Städte, und gegen ihn zu kämpfen, ist Teil unseres Kampfes für Freiheit. Und meine Damen und Herren, es gibt jetzt in dieser Situation, die ja doch sehr viel unübersichtlicher ist, komplizierter ist, als es sie viele Jahre war, natürlich zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und diese Reaktion sehen wir überall auf der Welt. Entweder ich ziehe mich zurück auf mich und mein Land, ich schotte mich ab, ich versuche, einfache Antworten auf das zu finden, was so kompliziert erscheint. Oder aber wir treten ein dafür, dass wir unsere Werte, die wir für richtig und wichtig halten, nicht nur bei uns zu Hause stärken, sondern dass wir sie versuchen, auch gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika, gemeinsam mit Verbündeten auf der ganzen Welt in die Welt zu tragen. Und ich glaube, deshalb, dass es heute heißt, setzen wir bei der voranschreitenden Globalisierung darauf, gemeinsam zu handeln? Sind wir in der Lage als Bundesrepublik Deutschland, die wir selbstverständlich nicht alle Probleme lösen können? Wir können weder den gesamten Hunger der Welt bekämpfen, noch können wir 65 Millionen Flüchtlingen die Probleme lösen, noch können wir natürlich überall die politischen Ordnungen so verändern, wie wir uns das wünschen. Aber sind wir bereit, mit unserer Erfahrungsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft, einer gesellschaftlichen Ordnung, von der ich nach wie vor glaube, dass sie ein Höchstmaß an wirtschaftlicher Stärke und Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit mit sich bringt, sind wir bereit, in diesem Sinne für eine Schärfung, für eine Gestaltung der Globalisierung einzutreten? Oder sind wir dies nicht bereit und ziehen uns auf uns selbst zurück? Vor diesen Fragen stehen wir, und diese Frage müssen wir beantworten. Und ich sage, dass wir auf Gemeinsamkeit, auf Multilateralismus, auf Gestaltung zusammen mit anderen
in der Gestaltung der Globalisierung setzen sollten. Und das ist das, wofür ich werbe. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnern wir uns noch einmal, was die großartige Antwort nach der Katastrophe des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs der internationalen Staatengemeinschaft war. Es war die Gründung der Vereinten Nationen, es war die Konvention über die Menschenrechte, der sich über 190 Staaten angeschlossen haben, die natürlich leider heute auch noch nicht vollständig umgesetzt ist, aber für die sich die Staatengemeinschaft angesichts dieser unglaublichen Bedrohung des Stehens am Abgrund dieser Welt entschlossen hat. Und ich halte diese Antwort nach wie vor für richtig. Und seit allem, was wir zu leisten haben, hat es im vergangenen Jahr zwei Dinge gegeben, die uns Hoffnung machen. Die Agenda 2030, die Entwicklungsagenda für die ganze Welt und das Pariser Klimaschutzabkommen. Und Deutschland wird ab dem 1. Dezember 2000 diesen Jahres die Präsidentschaft für die G20 übernehmen. Und die G20 sind auch der Versuch, mit den größten und wichtigsten Wirtschaftsländern dieser Erde Globalisierung menschlich zu gestalten. Auf der einen Seite für eine vernünftige Finanz- und Wirtschaftsordnung zu sorgen. Und meine Damen und Herren, es gibt rasante, flagrante Steuerungerechtigkeiten. Aber wir haben dem doch nicht tatenlos zugesehen, sondern die Transparenzinitiative des Bundesfinanzministers vereint, beschlossen von 20 wichtigsten Finanzministern dieser Welt, ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Und lassen Sie uns doch das wenigstens sagen. Die Frage, dass die Europäische Union sich mit der Frage der Steuerzahlungen von Apple und Google beschäftigt, ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir das nie aussprechen, wo wir mal einen Schritt gemacht haben, dann werden die Menschen auch den Mut für den nächsten und übernächsten Schritt verlieren. Wir brauchen nicht zu sagen, dass damit eine ideale Welt geschaffen ist, aber damit sind Schritte gemacht, die in die richtige Richtung gehen. Und ich finde, das gehört zur Redlichkeit, das den Menschen in Deutschland auch zu sagen. Und ein besonderer Schwerpunkt in unserer G20-Präsidentschaft wird auch das Thema Afrika sein. Afrika als der Kontinent, der von der wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Menschheit am stärksten bislang abgekoppelt ist. Und wir werden gerade im Blick auch auf die Migration natürlich viele Partnerschaften unternehmen, so wie wir das für Mali und Niger seitens der Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Frankreich und Italien jetzt zusammen mit der Europäischen Kommission praktizieren. Aber das darf sich nicht auf Migration beschränken, sondern das eigentliche Thema Afrikas ist, wie kommen wir von der klassischen Entwicklungshilfe zu einer wirklichen wirtschaftlichen, auf eigenen Füßen stehenden Entwicklung afrikanischer Staaten. Und ich glaube, hier lohnt sich jede Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union und jeder Versuch, wirklich neue Wege auch zu gehen, neben dem, was wir bisher richtigerweise und guterweise gemacht haben, aber was noch nicht ausreichend Resultate gezeichnet hat. Und in unserem Haushalt zeigen sich diese Prioritäten. Zum Beispiel ist allein in dieser Legislaturperiode der Haushalt des Entwicklungsministeriums um 2 Milliarden gestiegen. Und wenn wir uns auf die Ausgaben für die humanitäre Hilfe anschauen, dann waren das zu Beginn dieser Legislaturperiode 438 Millionen Euro. Heute sind es 1,3 Milliarden Euro. Damit haben wir Menschen in Flüchtlingslagern in Jordanien und Libanon und anderswo die Möglichkeit gegeben, menschenwürdig zu leben. Und das ist richtig eingesetztes Geld, Menschen in der Nähe ihrer Heimat Chancen zu geben. Und deshalb sind diese Anstiege nicht nur zu rechtfertigen, sondern die richtige Antwort auf die Herausforderungen dieser Welt. Und natürlich kann Deutschland das nicht alleine schaffen, nicht alleine lösen, sondern wir müssen sehen, dass diese Fragen, Fragen der Migration, Fragen der politischen Lösung natürlich Fragen internationaler Lösung sind, aber wir können dazu einen Beitrag leisten. Und wir haben dazu als erstes natürlich unsere europäischen Partner. Deutschland als Teil der Europäischen Union muss seinen Beitrag leisten, aber die Europäische Union muss es insgesamt machen.
Und ja, wir hatten in diesem Jahr durch das Ergebnis des Referendums von Großbritannien einen schweren Einschnitt in der Geschichte der Europäischen Union. Und deshalb haben wir uns als 27 Mitgliedstaaten im Herbst in Bratislava getroffen und haben einmal überlegt, was müssen wir anders machen? Was ist das, was nicht nur Menschen in Großbritannien, sondern auch Menschen in anderen Ländern der Europäischen Union fehlt oder was läuft nicht so, wie wir es uns eigentlich wünschen? Und für mich sind das Dinge, die haben zu tun mit erstens der Frage, was sind die Prioritäten für uns? Und ich glaube, hier wird Europa im Augenblick neben dem Wohlstandsversprechen, das wir durch die soziale Marktwirtschaft für uns zu Hause einlösen können, durch eine gute Arbeitsmarktlage, diesem Wohlstandsversprechen wird die Europäische Union als Ganzes nicht gerecht. Und deshalb geht es um die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung der Zukunft. Hier haben wir insbesondere das Thema der Digitalisierung als ein zentrales Thema identifiziert. Das Thema der öffentlich-privaten Investitionen durch den Junckerschen Investitionsfonds, wenn ich das so lax einmal sagen darf. Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, aber natürlich nicht allein durch staatliche Interventionen, sondern durch mehr Wettbewerbsfähigkeit auch der europäischen Länder. Denn ohne Reformen, das hat man ja auch in Deutschland gesehen mit der Agenda 2010, kann man die Arbeitslosigkeit nicht bekämpfen. Das alles muss zusammengehen. Staatliche Unterstützung mit wirtschaftlichen Reformen, dann hat Europa eine Chance, seinem Wohlstandsversprechen auch zu entsprechen, meine Damen und Herren. Dann geht es um die Frage der Glaubwürdigkeit. Europa hat sich oft viel vorgenommen und sehr oft das nicht eingelöst, was es sich vorgenommen hat. Und Europa hat oft sehr langsame Entscheidungsmechanismen. Wenn wir uns einmal überlegen, in welcher technologischen Umwälzung wir leben, und wenn wir daran denken, dass es manchmal Jahre gedauert hat, bis zum Beispiel das Thema der Netzneutralität, sehr einfache Themen in Europa gelöst wurden, da kann man nur sagen, Europa hält mit den Entwicklungen der Zeit manchmal nicht Schritt. Das heißt, es muss schneller entschieden werden. Und das, was entschieden wird, muss umgesetzt werden. Und darüber muss Bericht erstattet werden. Das ist das, was wir in Bratislava besprochen haben und was jetzt auch eingelöst werden muss. Ansonsten leidet die Glaubwürdigkeit europäischen Handelns sehr. Und das wird die Bürgerinnen und Bürger nicht überzeugen. Das Zweite sind die Fragen der Sicherheit. Sicherheit im Inneren, Sicherheit in Bezug auf die äußere Sicherheit. Und meine Damen und Herren, hier bin ich sehr froh, dass sowohl die Innenminister als auch die Verteidigungsminister in den letzten Wochen und Monaten wichtige Beschlüsse gefasst haben. Auch wir, die Bundesrepublik Deutschland, mussten über ihren Schatten springen. Wir waren nicht immer für eine einheitliche europäische Grenzschutzpolizei. Jetzt ist sie da. Wir waren auch nicht in der Lage durchzusetzen, dass es ein einheitliches Einreise- und Ausreiseregister gibt. Die Idee besteht seit 10 Jahren. Jetzt kommt es endlich dazu, dass die Vorschläge auf dem Tisch liegen. Und ich kann nur hoffen, dass die Innenminister das sehr schnell auch beraten und in die Tat umsetzen. Denn das ist etwas, was Sicherheit gibt für die Bürgerinnen und Bürger. Und einer der besten Schritte ist im Kampf gegen den Terrorismus. Und ja, auch die Kooperation im Verteidigungsbereich muss gestärkt werden. Der Lissabon-Vertrag lässt dies im Übrigen in Form einer strukturierten Zusammenarbeit zu. Aber auch hier gab es immer wieder Sorgen, geht denn das zusammen mit der NATO? Meine Damen und Herren, warum soll es eigentlich nicht in Kameradschaft und Kooperation mit der NATO gehen? Es gibt doch genügend Gründe, dass die vielen, auch nicht so großen europäischen Staaten Kompetenzen und Möglichkeiten bündeln und diese dann der NATO anbieten. Ich kann überhaupt nicht erkennen, was es da für große Diskussionen gibt. Und deshalb finde ich diesen Schritt, den unsere Verteidigungsministerin ja auch hier sehr vorangetrieben hat, absolut richtig. Und dann kommen wir zu dem Thema, wie werden wir das auch zu Hause unterlegen durch entsprechende finanzielle Ressourcen? Und da bin ich sehr froh, dass sowohl im Bereich der inneren Sicherheit ja erhebliche Anstrengungen gemacht wurden. Es wurde gestern schon darüber gesprochen, Tausende von neuen Stellen bei den Behörden der inneren Sicherheit. Ich glaube und kann nur hoffen, dass die Angebote so attraktiv sind, dass sich auch genügend Menschen dafür entscheiden, das wahrzunehmen. Denn das ist für uns natürlich von allergrößter Wichtigkeit.
Und es spiegelt sich auch im Verteidigungsetat wider, dass wir noch nicht da sind, wo wir in der Erwartung unserer NATO-Partner sein müssten. Es gibt eine Vielzahl von kleineren europäischen Ländern, die die 2,0% des Bruttoinlandsprodukts im Verteidigungsetat erfüllen und die in ziemlich wenigen Jahren ihren Verteidigungsetat so gesteigert haben. Ich weiß, dass wir ein ganzes Stück davon entfernt sind. Ich will das auch nicht für die nahe Zukunft sagen, aber die Richtung muss klar sein, dass wir auch das, was wir schon mal alle miteinander übrigens, nicht nur Christdemokraten, auch Sozialdemokraten versprochen haben als Beitrag zur NATO, dass wir uns dem nähern und dass wir das auch durchsetzen, meine Damen und Herren. Ich bin der festen Überzeugung, dass all das, worüber ich jetzt gesprochen habe, zutiefst im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland ist. Es gibt heute nicht mehr hier ist Außenpolitik und da ist Innenpolitik, sondern die Welt ist viel zu verwoben, als dass die Sicherheit, der Wohlstand, die Prosperität unserer Bürgerinnen und Bürger nicht von all dem abhängt, was wir auch im internationalen Beziehungen tun und was dort stattfindet. Und deshalb haben wir uns ja auch die Sache, insbesondere, wenn ich das sagen darf, die Sozialdemokraten nicht ganz leicht gemacht, als es um den internationalen und fairen Handel ging. Und ich sage ganz offen, ich habe allergrößten Respekt davor, weil ich es richtig und gut finde, dass zum Schluss der Weg gefunden wurde, dass dieses CETA-Abkommen, dieses Freihandelsabkommen mit Kanada von der Europäischen Union jetzt unterzeichnet werden konnte, dann auch ratifiziert werden kann. Was steckt dahinter? Dahinter steckt doch im Grunde die Frage, wie wird Globalisierung gestaltet? Und diese Frage ist jahrelang so beantwortet worden, dass wir einfach mal Freihandelsabkommen machen, in denen es um die Absenkung von Zöllen geht. Und als ich noch Umweltministerin war, da ist immer wieder die Frage gestellt worden, was sind denn das für Freihandelsabkommen bei der WTO zum Beispiel, die die Frage des Umweltschutzes, die die Frage der Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft, die Frage von Kinderarbeit, die solche Fragen, die Ausbeutung der Rohstoffe, der natürlichen Ressourcen überhaupt nicht berücksichtigen. Und als jemand, der soziale Marktwirtschaft als gesellschaftliches Modell denkt, konnte die Antwort nur unbefriedigend sein. Das waren nicht Handelsabkommen, die wirklich uns gleiche Chancen, gleiche Möglichkeiten gegeben haben und die menschliche Gestaltung der Globalisierung auch in anderen Teilen der Welt möglich gemacht haben. Und weil wir diese Kritik aufgenommen haben, gibt es heute Handelsabkommen, die eine völlig neue Qualität haben. Und CETA ist das erste dieser Qualität. Und ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika kann es auch nur auf der gleichen Qualitätsstufe geben. Und dieses Abkommen entspricht nun in vielen Teilen, ich meine, was ist ideal, aber in einer völlig neuen Qualität, all den Anforderungen, die wir an Globalisierung stellen. Das setzt Standards, die auch auf andere Auswirkungen haben. Und just da sind die damals gegen die einfachen Zollabkommen waren, von denen wir gelernt haben, nun mindestens so entschieden gegen dieses Abkommen wie gegen die vorher abgeschlossen waren. Und das kann ich nicht verstehen. Und ich bitte da auch noch mal die ganze Sache zu überdenken. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin nicht froh, dass das transpazifische Abkommen jetzt wahrscheinlich nicht Realität wird. Ich weiß nicht, wer davon profitieren wird. Ich will mir heute mit meinen Prognosen hier zurückhalten. Ich weiß nur eins, es wird weiter Handelsabkommen geben und die werden dann nicht die Standards haben, die dieses Abkommen und auch das angedachte TTIP-Abkommen haben wird. Meine Damen und Herren, das hat etwas zu tun mit Arbeitsplätzen in der Globalisierung, mit fairen Wettbewerbsbedingungen, mit menschlicher Gestaltung der Globalisierung. Wir sind in Deutschland im Augenblick in einer relativ guten Lage. Das ist vielfach gesagt worden. Allein in den letzten 5 Jahren sind 2,7 Millionen mehr Arbeitsplätze entstanden. Interessant ist, sich einmal anzuschauen, wo haben Menschen mehr Beschäftigung gefunden. Das sind auf der einen Seite zu etwa einem Drittel Frauen, die stärker ins Erwerbsleben gehen. Das sind zu einem weiteren Drittel Menschen, die länger arbeiten können. Die Lebensarbeitszeit verlängert sich, das ist richtig und von uns gewünscht.
Und zu einem dritten Drittel sind es Menschen aus der Europäischen Union, die in Deutschland Arbeit finden, weil sie bei sich zu Hause keine finden. Auch das ist in einem Binnenmarkt eine positive Wirkung und im Übrigen ein Beitrag Deutschlands auch zur Lösung mancher Probleme in der Europäischen Union. Der Bund nimmt seit 2014 keine neuen Schulden mehr auf. Die Reallöhne steigen, die Renten steigen und bei allem, was es noch zu kritisieren gibt. Und ich weiß, dass viele Menschen Not haben und ich halte die Zahl der Menschen, die von Arbeitslosengeld II, von Hartz IV abhängig sind, auch für viel zu hoch. Da müssen wir dran arbeiten. Aber wir dürfen sagen, den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick. Auch das muss einmal auch festgehalten werden. Und der Bundeshaushalt 2017 setzt den Kurs fort, nicht auf Kosten der jungen Generation zu leben, zu investieren. Eckhard Rehberg hat es gestern gesagt, die Investitionsquote ist so hoch, wie es sie seit langem nicht war, mit 11% immer noch überschaubar, würde ich sagen, wenn wir an über 50% Sozialquote des Haushaltes denken. Aber auch diese Sozialquote zeigt doch, dass es nun wirklich ein Haushalt der sozialen Marktwirtschaft ist und nicht ein Haushalt, der sich rein auf Investitionen und die schwarze Null konzentriert, sondern es ist ein Haushalt, der auch für soziale Gerechtigkeit sorgt, meine Damen und Herren. Der Haushalt für Forschung und Bildung hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren, steigt auch in diesem Jahr wieder um 7%. Und der Bund engagiert sich weit über seine Kompetenzen, inzwischen bei Ländern und Kommunen, sei es durch den Hochschulpakt, sei es durch Initiativen zur Lehrerausbildung, sei es durch Hilfe für kommunale Infrastruktur. Wir haben alleine für finanzschwache Kommunen ein Programm von inzwischen 7 Milliarden Euro aufgelegt. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Punkt, der mich sehr bei all den Verhandlungen mit den Ländern umtreibt, ist der Punkt, wie können wir eigentlich punktgenau helfen? Wir haben in den Hilfsmöglichkeiten die Mehrwertsteueranteile, wir haben den Königsteiner Schlüssel und das geht immer eigentlich nicht nach Bedürftigkeit, sondern es geht sehr oft nach Stärke. Und das führt dann, wenn wir nicht gerade den KDU-Schlüssel nehmen, der aber auch nur begrenzt sinnvoll ist in diesem Zusammenhang, immer dazu, dass wir sozusagen doch mehr mit der Gießkanne als da punktuell helfen, wo es punktuell geboten ist. Und deshalb halte ich sehr viel von dem, mit Herrn Oppermann habe ich mich schon im kleinen Kreis des Öfteren darüber hinausgesetzt. Ich habe ihm gesagt, damit es jetzt auch öffentlich wird. Herr Oppermann findet die Verteilung der Ausgaben für die Kommunen nicht ausreichend zielführend. Und hat deshalb gesagt, dass die 5 Milliarden, die wir im Zusammenhang mit der Eingliederung an die Kommunen geben, anders verteilt werden müssen, als das jetzt festgelegt wurde. Und nun habe ich, und ich glaube, das sagt die ganze Bundesregierung ganz einfach gesagt, da wir Stunden und Aberstunden und noch mehr Stunden mit den Ministerpräsidenten der Länder und den kommunalen Spitzenverbänden gesprochen haben, wenn Sie mir einen anderen und aus Ihrer Sicht, wahrscheinlich vielleicht auch sogar aus meiner Sicht, dann gerechteren Verteilungsschlüssel bringen und die Ministerpräsidenten damit einverstanden sind, Chapeau, dann wird es anders gemacht. Aber, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Oppermann, den ich schätze und der vieles bewirken kann, dies bewirken kann, erscheint mir sehr gering. Und nun den Kommunen, ich meine es ganz freundschaftlich, und nun den Kommunen gar nichts zu geben, weil man das noch nicht erreicht hat, was einem vorschwebt, erhalte ich für die schlechtere Lösung. Und deshalb müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir andere Verteilungsmechanismen vielleicht noch ausprobieren können, meine Damen und Herren. Wir haben einen Punkt, von dem ich noch nicht überzeugt bin, dass wir ausreichend über ihn sprechen und der für die Arbeit der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode ein wirklicher Schwerpunkt war. Und das ist die ganze Frage, wie gehen wir mit der Digitalisierung um und was bedeutet Digitalisierung? Ich habe es als Auswirkung auf unsere gesellschaftlichen Diskussionen schon am Anfang meiner Rede gesagt. Aber ich will es hier noch mal sagen als Auswirkung auf unsere Arbeitsplätze, unsere öffentliche Daseinsvorsorge und vieles andere mehr. Wir werden nicht damit klarkommen,
bestimmte Dinge einfach zu verbieten und uns den neuen Möglichkeiten nicht zu öffnen. Ich kann gut verstehen, warum man Uber nicht haben will und warum die Taxifahrer sagen, das wollen sie nicht. Aber bitte glauben Sie nicht, dass wir den Möglichkeiten der Digitalisierung entgehen können, sondern auch hier müssen wir es wieder schaffen, sie vernünftig in das, was wir öffentliche Daseinsvorsorge nennen, einzubeziehen. Und es gibt Möglichkeiten, dass wir vielleicht den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum viel besser gestalten als mit den klassischen Bus- und Zugstrukturen. Es wird viele Möglichkeiten geben, die viele Menschen wieder beruhigen werden. Es wird Möglichkeiten geben, wie wir umweltfreundlicher unsere Städte gestalten. Und lassen Sie uns das offen angehen. Und die Veränderungen werden schneller kommen, als wir denken. Wir haben uns neulich in kleinerem Kreise damit beschäftigt, welche disruptiven Veränderungen es allein in der Automobilindustrie gibt. Die Menschen werden nicht mehr alle ein Auto besitzen wollen. Das Auto wird autonom fahren können. Und die Antriebstechnologien werden sich dramatisch verändern. Und entweder wir reagieren darauf und unsere Automobilindustrie ist dazu in der Lage und das Rahmenwerk wird dazu gestaltet und der Bundesverkehrsminister hat hier wichtige Schritte eingesetzt, oder wir sind zu langsam und andere werden uns übertrumpfen. Und deshalb steht nach meiner Meinung in einer vielleicht noch nicht von uns, und ich beziehe mich mit allen, voll erfassten Tragweite, die Frage unserer industriellen Wertschöpfung auf dem Prüfstand, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, dort auch als Gewinner und vorne im Wettbewerb mit herauszukommen. Aber wir dazu gehört aber auch eine ehrliche Analyse, wo wir stehen. Und ich bin sehr froh, und daran hat der Wirtschaftsminister erheblichen Anteil, dass wir bei der, auch die Forschungsministerin, dass wir bei der Standardisierung zum Beispiel für die Industrie 4.0 heute nach Maßgabe aller 1 bis 2 Jahre voraus sind. Da haben wir vieles geschafft. Da sind wir international Spitze. Da geben wir den Ton an. Aber eben nicht bei der Batterieherstellung und auch noch nicht bei der künstlichen Intelligenz. Und da müssen wir eben nachholen. Und ich glaube, wir sollten uns alle intensiv damit beschäftigen. Dann haben wir den großen Bereich des Umbaus unserer Energieversorgung. Und es ist ja nun viel Kritisches über den Klimaschutzplan gesagt worden. Aber meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns als Regierung dann schon, und ich verstehe eine vorpreschende Umweltministerin natürlich im vollen Maße, aber wir müssen uns als Regierung natürlich schon damit beschäftigen, wie Klimaschutz und Arbeitsplätze und Sorgen von Menschen in einen vernünftigen Einklang gebracht werden. Und ich glaube, Frau Hendricks war fast die Einzige, die einen detaillierten Klimaschutzplan auf der Marrakesch-Konferenz vorlegen konnten. Nun kann man national viel streiten und viel sagen, es ist alles nicht genug, aber Fakt ist erstmal, dass wir das Land waren, das nach der Pariser Klimaschutzkonferenz schon einmal was vorweisen konnten, wie wir die nächsten Schritte angehen wollen. Und deshalb sollten wir unser Licht da nicht unter den Scheffel stellen, meine Damen und Herren. Wir haben ja hier im Eingangsstatement von der linken Seite was gehört über den Zustand unserer sozialen Sicherungssysteme. Wissen Sie, erstens glaube ich, die Rentenversicherung angesichts des demografischen Wandels kann nicht anders solide bleiben, wenn wir neben der gesetzlichen Rentenversicherung auch andere Formen der Absicherung weiterentwickeln und fortentwickeln. Und dass man nun die staatlichen Zuschüsse zur betrieblichen Rente dann auch noch in Frage stellt, das halte ich für absolut falsch. Wir sollten Betriebe, wir sollten Arbeitgeber ermutigen, hier etwas zu machen. Und der Bundesfinanzminister, die Bundesarbeitsministerin haben das getan. Nun können wir ja über die Inhalte streiten. Ich halte die Fortentwicklung der betrieblichen Versorgung für richtig. Ich halte die Verbesserung der Erwerbsunfähigkeitsrente für richtig. Ich halte auch die private Vorsorge für richtig. Die muss man verbessern, vereinheitlichen. Es muss klarer werden, was dort stattzufinden hat. Aber erzählen Sie den Menschen bitte nicht, dass bei veränderter Demografie alles so bleiben kann, wie es ist, ohne dass die Lohnzusatzkosten so steigen, dass es kein Mensch bezahlen kann. Und wenn diese Große Koalition etwas geschafft hat, dann ist es ein Riesenfortschritt im Bereich der Pflegeversicherung. Wir haben alleine 3 Pflegestärkungsgesetze in dieser Legislaturperiode verabschiedet oder werden sie verabschieden. Wir haben den Pflegebegriff endlich, würde Ulla Schmidt sagen, umgestellt auf einen, der auch Demenzkrankheiten mit vernünftig einbezieht.
Wir haben ambulante Pflege gestärkt, wir haben die stationäre Pflege gestärkt, wir haben die Stellung derer, die Pflegearbeiten verrichten, verbessert. Ich weiß, dass das alles immer noch ein Riesenproblem bleibt. Im Übrigen ein Problem, was fast in jeder Familie auf der Tagesordnung steht, worüber politisch viel zu selten gesprochen wird und wenn, dann vielleicht nur von den Fachministern. Aber auch hier ist es doch so, wir haben um 25% die finanziellen Leistungen erhöht im Bereich der Pflege. Und ich finde, das sollte man den Menschen auch sagen, damit sie nicht den Eindruck haben, es wird schlechter, sondern damit wir deutlich machen können, was uns wichtig ist, wofür wir einstehen, was wir voranbringen wollen. Meine Damen und Herren, angesichts der großen Herausforderungen des letzten Jahres im Zusammenhang mit den vielen bei uns ankommenden Flüchtlingen, möchte ich im Rückblick auf das vergangene Jahr und auch auf den Teil des diesjährigen Jahres sagen, bei allen kritischen Diskussionen, die wir auch im föderalen Betrieb haben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, hat sich im letzten Jahr ein großartiges Maß an Zusammenarbeit, an Zusammenhalt der Hauptamtlichen und der vielen, vielen Ehrenamtlichen gezeigt, auf das unser Land wirklich stolz sein kann. Wir haben die Dinge geordnet, gesteuert. Wir haben das EU-Türkei-Abkommen abgeschlossen. Und ich will ganz deutlich sagen, auch in Bezug auf andere, ja, ganz vorsichtig, das ist Ihre Möglichkeit, sich frei zu äußern. Ich halte die Bekämpfung der illegalen Migration, die Tatsache, den Schleusern das Handwerk zu legen und übelste Geschäfte mit Menschen zu machen, die Tatsache, was dagegen zu tun, dass in diesem Jahr wieder 4.500 oder mehr Menschen ertrunken sind, für eines der notwendigsten Gebote politischen Handelns. Wer auf Schlepper, Schleuser setzen muss, weil er nicht politisch gestalten kann, der macht seine Arbeit nicht in dem Sinne, wie ich mir das vorstelle. Und deshalb müssen wir schauen, wo wir auch mit anderen Ländern Partnerschaften eingehen können, jetzt insbesondere im Blick auf den Norden Afrikas, aber auch auf Afrika insgesamt, und wie wir die Lebensbedingungen verbessern und legale Möglichkeiten der Migration schaffen, meine Damen und Herren. Da haben wir noch Arbeit vor uns, das ist richtig, und auch noch eine ganze Menge Streit. Wir haben ein Integrationsgesetz verabschiedet und damit, glaube ich, ein jahrzehntelanges Versäumnis auch gut gemacht oder für die Zukunft besser geregelt. Fordern und fördern, klare Anforderungen an das, was wir auch von denen erwarten, die bei uns zu Hause sein wollen oder eine bestimmte Zeit bei uns verleben. Dazu gehört das Erlernen der Sprache, dazu gehört die Akzeptanz unserer gesellschaftlichen Ordnung. Das ist ganz selbstverständlich. Und ich will auch ganz deutlich sagen, angesichts der negativen Beispiele, die wir natürlich haben und die man auch nicht unter den Tisch kehren soll, ist es gut, dass die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge sich genau auch dieser Integration stellt und mit viel Eifer, mit viel Fleiß und mit viel Kraft auch versucht, gerade in den Integrationskursen erfolgreich zu sein, meine Damen und Herren. Aber wir haben auch die Situation, dass Menschen von unserem Rechtsstaat erwarten, dass das, was der Rechtsstaat als gerichtliche Urteile dann auch ausspricht, dass das vom Staat auch umgesetzt wird. Und das heißt, dass diejenigen, die kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bei uns bekommen, die kein anerkanntes Asyl oder keinen subsidiären oder keinen Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention bekommen, dass diejenigen auch unser Land wieder verlassen müssen. Und ich finde, diese Erwartung der Bürgerinnen und Bürger ist gerechtfertigt, damit die Bereitschaft besteht, denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und auch hier machen wir viele Anstrengungen, um gemeinsam mit den Ländern, ich sage das ausdrücklich, um das zu verbessern. Ich muss allerdings sagen, wenn ich Koalitionsvereinbarungen lese, nicht weit von hier, die das Winterabschiebeverbot wieder einführen, dann müssen Sie mal auf die zuständige Ausländerbehörde gehen und sich ansehen, was die Menschen darüber sagen. Das ist genau das gegenteilige Signal von dem, was wir brauchen. Und es führt Menschen zum Schluss in mehr Not, als wenn sie wüssten, dass sie bei uns keine Chance haben, als dass es Menschen hilft. Das ist meine tiefe Überzeugung. Meine Damen und Herren, wir leben in Zeiten rasanter globaler Veränderungen.
Wir haben die Möglichkeiten, Veränderungen schrittweise menschlich zu gestalten. Das setzt Offenheit voraus. Offenheit wird uns mehr Sicherheit bringen als Abschottung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Mehr Sicherheit im Blick auf wirtschaftliche Situationen, mehr Sicherheit im Blick auf Soziales und mehr Sicherheit im Blick auf Frieden und Freiheit. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns an dieser Arbeit weiter dranbleiben. Und wir haben als Bundesregierung in den letzten anderthalb Jahren einen Bürgerdialog durchgeführt. Und in diesem Bürgerdialog ist genau das Thema Frieden und Sicherheit als die zentralen Bedürfnisse der Menschen in Deutschland auch nochmal genannt worden. Und deshalb ist es alle Mühe wert, im Geiste dieses Haushalts weiterzuarbeiten und da, wo es Probleme gibt, und die gibt es, sie natürlich zu verbessern. Herzlichen Dank. Und wir werden gerade im Blick auch auf die Migration natürlich viele Partnerschaften unternehmen, so wie wir das für Mali und Niger seitens der Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Frankreich und Italien jetzt zusammen mit der Europäischen Kommission praktizieren. Aber das darf sich nicht auf Migration beschränken, sondern das eigentliche Thema Afrikas ist, wie kommen wir von der klassischen Entwicklungshilfe zu einer wirklichen wirtschaftlichen, auf eigenen Füßen stehenden Entwicklung afrikanischer Staaten. Und ich glaube, hier lohnt sich jede Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union und jeder Versuch, wirklich neue Wege auch zu gehen, neben dem, was wir bisher richtigerweise und guterweise gemacht haben, aber was noch nicht ausreichend Resultate gezeichnet hat. Und in unserem Haushalt zeigen sich diese Prioritäten. Zum Beispiel ist allein in dieser Legislaturperiode der Haushalt des Entwicklungsministeriums um 2 Milliarden gestiegen. Und wenn wir uns auf die Ausgaben für die humanitäre Hilfe anschauen, dann waren das zu Beginn dieser Legislaturperiode 438 Millionen Euro. Heute sind es 1,3 Milliarden Euro. Damit haben wir Menschen in Flüchtlingslagern in Jordanien und Libanon und anderswo die Möglichkeit gegeben, menschenwürdig zu leben. Und das ist richtig eingesetztes Geld, Menschen in der Nähe ihrer Heimat Chancen zu geben. Und deshalb sind diese Anstiege nicht nur zu rechtfertigen, sondern die richtige Antwort auf die Herausforderungen dieser Welt. Und natürlich kann Deutschland das nicht alleine schaffen, nicht alleine lösen, sondern wir müssen sehen, dass diese Fragen, Fragen der Migration, Fragen der politischen Lösung natürlich Fragen internationaler Lösung sind, aber wir können dazu einen Beitrag leisten. Und wir haben dazu als erstes natürlich unsere europäischen Partner. Deutschland als Teil der Europäischen Union muss seinen Beitrag leisten, aber die Europäische Union muss es insgesamt machen. Und ja, wir hatten in diesem Jahr durch das Ergebnis des Referendums von Großbritannien einen schweren Einschnitt in der Geschichte der Europäischen Union. Und deshalb haben wir uns als 27 Mitgliedstaaten im Herbst in Bratislava getroffen und haben einmal überlegt, was müssen wir anders machen? Was ist das, was nicht nur Menschen in Großbritannien, sondern auch Menschen in anderen Ländern der Europäischen Union fehlt oder was läuft nicht so, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und für mich sind das Dinge, die haben zu tun mit erstens der Frage, was sind die Prioritäten für uns? Und ich glaube, hier wird Europa im Augenblick dem Wohlstandsversprechen, das wir durch die soziale Marktwirtschaft für uns zu Hause einlösen können, durch eine gute Arbeitsmarktlage, diesem Wohlstandsversprechen wird die Europäische Union als Ganzes nicht gerecht. Und deshalb geht es um die Frage der wirtschaftlichen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! 2014 hat auf dem Lindauer Treffen der Wirtschaftsnobelpreisträger Mario Vargas Llosa vor jungen Menschen gesagt, die Bereitschaft, mit denen zusammenzuleben, die anders sind, war vielleicht der außergewöhnlichste Schritt auf dem Weg des Menschen zur Zivilisation, ein Schritt, welcher der Demokratie vorausging und sie überhaupt erst möglich gemacht hat. Mich hat diese Aussage berührt, weil sie noch einmal zurückkommt auf das, was uns ausmacht, was wir vertreten, nämlich
dass diese Bereitschaft Voraussetzung dafür ist, dass Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Achtung der Menschenwürde für jeden und jede und für Frieden, dass diese Voraussetzungen da sind. Und viele Menschen machen sich in diesen Tagen Sorge um die Stabilität unserer so gewohnten Ordnung. Und ich glaube, etwas mehr als ein Vierteljahrhundert, nachdem wir alle den Fall der Mauer erlebt haben, nachdem Deutschland wieder vereint wurde, nachdem wir alle diese Werte leben konnten, nachdem die europäische Einigung vollendet werden konnte mit den mittel- und osteuropäischen Ländern, stellt sich plötzlich heraus, dass das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, so selbstverständlich nicht ist. Dass der freiheitliche, demokratische Rechtsstaat, dass die soziale Marktwirtschaft, dass das Gewaltmonopol des Staates und dass die Bereitschaft, jeden und jede, jeden Bürger und jede Bürgerin als Teil des Volkes zu begreifen, nicht mehr so da ist, wie das eine Weile lang ganz selbstverständlich schien. Und was heißt das für uns? Das heißt für uns, noch einmal zu schauen, in welchem Umfeld findet diese Diskussion statt. Und da hat sich etwas verändert. Neben der fortschreitenden Globalisierung findet diese Diskussion auch in einem völlig anderen medialen Umfeld statt. Und ich glaube, wir dürfen das, was da passiert im Zusammenhang mit dem Internet, mit der Digitalisierung, und das ist Teil unserer Realität, nicht unterschätzen. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren, die weniger kontrolliert sind. Und ich will daran nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als sie das vor 25 Jahren erfolgt ist. Dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können. Dass heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärker mit sich bringt, sind wir bereit, in diesem Sinne für eine Schärfung, für eine Gestaltung der Globalisierung einzutreten? Oder sind wir dies nicht bereit und ziehen uns auf uns selbst zurück? Vor diesen Fragen stehen wir, und diese Frage müssen wir beantworten. Und ich sage, dass wir auf Gemeinsamkeit, auf Multilateralismus, auf Gestaltung zusammen mit anderen in der Gestaltung der Globalisierung setzen sollten. Und das ist das, wofür ich werbe. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnern wir uns noch einmal, was die großartige Antwort nach der Katastrophe des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs der internationalen Staatengemeinschaft war. Es war die Gründung der Vereinten Nationen, es war die Konvention über die Menschenrechte, der sich über 190 Staaten angeschlossen haben, die natürlich leider heute auch noch nicht vollständig umgesetzt ist, aber für die sich die Staatengemeinschaft angesichts dieser unglaublichen Bedrohung des Stehens am Abgrund dieser Welt entschlossen hat. Und ich halte diese Antwort nach wie vor für richtig. Und bei allem, was wir zu leisten haben, hat es im vergangenen Jahr zwei Dinge gegeben, die uns Hoffnung machen. Die Agenda 2030, die Entwicklungsagenda für die ganze Welt und das Pariser Klimaschutzabkommen. Und Deutschland wird ab dem 1. Dezember 2000 diesen Jahres die Präsidentschaft für die G20 übernehmen. Und die G20 sind auch der Versuch, mit den größten und wichtigsten Wirtschaftsländern dieser Erde Globalisierung menschlich zu gestalten. Auf der einen Seite für eine vernünftige Finanz- und Wirtschaftsordnung zu sorgen. Und meine Damen und Herren, es gibt rasante, flagrante Steuerungerechtigkeiten. Aber wir haben dem doch nicht tatenlos zugesehen, sondern die Transparenzinitiative des Bundesfinanzministers vereint, beschlossen von 20 wichtigsten Finanzministern dieser Welt, ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Und lassen Sie uns doch das wenigstens sagen. Die
Frage, dass die Europäische Union sich mit der Frage der Steuerzahlungen von Apple und Google beschäftigt, ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir das nie aussprechen, wo wir mal einen Schritt gemacht haben, dann werden die Menschen auch den Mut für den nächsten und übernächsten Schritt verlieren. Wir brauchen nicht zu sagen, dass damit eine ideale Welt geschaffen ist, aber damit sind Schritte gemacht, die in die richtige Richtung gehen. Und ich finde, das gehört zur Redlichkeit, das den Menschen in Deutschland auch zu sagen. Und ein besonderer Schwerpunkt in unserer G20-Präsidentschaft wird auch das Thema Afrika sein. Afrika als der Kontinent, der von der wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Menschheit am stärksten bislang abgekoppelt ist. Territorialen Integrität eines Landes. Und leider sind unsere Gespräche über die Umsetzung der Minsker Vereinbarung noch nicht so weit gediehen, wie ich mir das wünschen würde. Wir haben in Syrien eine Situation, die uns jeden Tag beklommen macht, wenn man das sieht, was in Aleppo passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt zu viele Indizien dafür, dass wirklich hier bewusst auch Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen bombardiert werden. Und mit Verlaub, das ist international verboten. Das ist strafrechtlich zu verfolgen und das muss das Assad-Regime auch wissen. Und es ist sehr bedauerlich, dass Russland dieses Regime unterstützt, meine Damen und Herren. Und dennoch werden wir natürlich auch hier immer wieder alle Versuche unternehmen, um politische Lösungen zu finden, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint, wie es im Augenblick ist. Und wir haben den internationalen Terrorismus. Die große Bedrohung, neue Bedrohung, asymmetrische Bedrohung, gegen die wir ankämpfen müssen. Und dieser Terror richtet sich ja nicht nur in anderen Ländern gegen die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch wir haben mit dieser terroristischen Herausforderung zu kämpfen. Er ist Teil des Alltags unserer Städte und gegen ihn zu kämpfen ist Teil unseres Kampfes für Freiheit. Meine Damen und Herren, es gibt jetzt in dieser Situation, die ja doch sehr viel unübersichtlicher ist, komplizierter ist, als es sie viele Jahre war, natürlich zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und diese Reaktion sehen wir überall auf der Welt. Entweder ich ziehe mich zurück auf mich und mein Land, ich schotte mich ab, ich versuche, einfache Antworten auf das zu finden, was so kompliziert erscheint, oder aber wir treten ein dafür, dass wir unsere Werte, die wir für richtig und wichtig halten, nicht nur bei uns zu Hause stärken, sondern dass wir sie versuchen, auch gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika, gemeinsam mit Verbündeten auf der ganzen Welt in die Welt zu tragen. Und ich glaube, deshalb, dass es heute heißt, setzen wir bei der voranschreitenden Globalisierung darauf, gemeinsam zu handeln? Sind wir in der Lage als Bundesrepublik Deutschland, die wir selbstverständlich nicht alle Probleme lösen können? Wir können weder den gesamten Hunger der Welt bekämpfen, noch können wir 65 Millionen Flüchtlingen die Probleme lösen, noch können wir natürlich überall die politischen Ordnungen so verändern, wie wir uns das wünschen. Aber sind wir bereit, mit unserer Erfahrungsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft, einer gesellschaftlichen Ordnung, von der ich nach wie vor glaube, dass sie ein Höchstmaß an wirtschaftlicher Stärke und Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeiten durch bestimmte Algorithmen stattfinden. Und wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dies könnte auch eine spannende Frage für dieses Haus sein. Ich kann diese Debatte heute natürlich nicht führen. Aber wir müssen wissen, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu begeistern, müssen wir mit diesen Phänomenen umgehen und wo notwendig sie auch regeln. Und deshalb unterstütze ich auch die Ansätze von Justizminister Maas, von Innenminister de Maizière, Hassreden, Hasskommentare, vernichtende und mit der Menschenwürde nicht in Übereinstimmung zu bringende Dinge anzusprechen und alles zu unternehmen, um das zu unterbinden, weil das unseren Grundsätzen widerspricht. Diese Sorge um die Stabilität wird natürlich auch verstärkt durch das, was um uns herum passiert.
Populismus und politische Extreme nehmen in westlichen Demokratien zu. Hass, Streitkultur, demokratische Streitkultur, die wir brauchen, die wir auch in diesem Hause praktizieren. Wir haben ja gerade eben ein Stück davon gehört. Das muss selbstverständlich sein, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es muss im Geiste des Respekts vor der Würde des jeweils anderen stattfinden. Das ist das Wesentliche, und das passiert eben an vielen Stellen nicht mehr. Wir haben ja die besorgniserregenden, alarmierenden Ereignisse in der Türkei. Ich will hier ganz offen sagen, der Putschversuch ist zu verurteilen, das hat die Bundesregierung gemacht, das hat die Europäische Union gemacht. Und gegen jede Form von Terrorismus ist vorzugehen, und das macht die Bundesregierung. Wir haben in über 4000 Fällen Verfahren gegen PKK-Angehörige aufgenommen, aber unser Rechtsstaat kommt eben zu Urteilen, die die Politik nicht zu beeinflussen hat, und diese rechtsstaatlichen Urteile sind dann auch zu akzeptieren. Aber die Bundesregierung ist genauso wie jeder in Europa dem Kampf gegen den Terrorismus verpflichtet, meine Damen und Herren. Aber das rechtfertigt nicht die Einschränkung der Pressefreiheit, die Verhaftung von Tausenden und Abertausenden von Menschen. Und insofern müssen wir das deutlich kritisieren. Und gleichzeitig, dafür werbe ich allerdings auch, den Gesprächsfaden mit der Türkei aufrechterhalten. Ich begrüße außerordentlich die ja nicht einfache Reise des Bundesaußenministers. Und auch ich werde den Gesprächsfaden natürlich aufrechterhalten mit der Türkei, denn wir haben auch ein Interesse daran, mit der Türkei in einer vernünftigen Art und Weise zu kooperieren. Das schließt aber nicht aus, dass das, was alarmierend dort zu sehen ist, klar angesprochen wird, meine Damen und Herren. Wir haben im Zusammenhang mit der Krim und der Ukraine den Bruch des Völkerrechts und die Verletzung der Territorialität